ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Nun ist also das eingetreten, wovor sich viele gefürchtet haben. Das Coronavirus, das nie weg war, kommt mit neuer Macht zurück und alles geht zurück auf Anfang. Zumindest in den Landkreisen Gütersloh und Warendorf in Nordrhein-Westfalen. Weil sich dort inzwischen mehr als 1500 Menschen aus dem Umfeld einer Fleischfabrik mit Corona angesteckt haben, müssen nun auch mehr als 630.000 Menschen in den Landkreisen hinnehmen, was sie hinter sich zu haben glaubten. Nun müssen die gerade erst wieder eröffneten Bars schließen, in den Kinos gehen die Lichter aus und für Treffen mit Freunden gelten dieselben strengen Regeln wie vor den Lockerungen. Darüber spreche ich gleich mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet. Doch zunächst Sarah Schmidt und Philipp Wundersee über einen großen Schritt zurück und wütende Westfalen. Der nächste Tiefschlag, der bitter schmeckt. Dimitrios Keskezidis betreibt eine Kneipe in Gütersloh und ist sauer. Gerade erst läuft sein Laden langsam wieder an. Dann heute die Verschärfungen für seinen Kreis. Die Kneipe muss er wieder dicht machen. Die Rücklagen schrumpfen weiter. Jetzt waren wir froh, dass es weitergeht, jetzt gerade mit dem schönen Wetter. Mit unserer Außengastronomie haben wir gedacht, jetzt haben wir alles hinter uns, aber jetzt wieder dieser schlimme Rückfall. Fühlt sich verarscht, ne? Also wieder zurück auf Anfang. Die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum gelten wieder, zunächst für eine Woche. Es dürfen sich höchstens zwei Personen treffen, die nicht zu einem Haushalt gehören. Der Zweck ist, die Situation zu beruhigen, die Testungen jetzt auszuweiten, um festzustellen, ob auch über die Mitarbeiter von Tönnies hinaus in der Bevölkerung der Virus bereits verbreitet ist oder nicht. Seit heute können sich Bürger kostenlos und freiwillig in einem Zentrum auf Corona testen lassen. Mehr als 1000 haben das heute schon gemacht. Außerhalb der Fleischindustrie gibt es aktuell nur wenige Fälle im Kreis. Einige Bürger berichten dennoch von einer Stigmatisierung. Ich arbeite in Bielefeld und da ist es jetzt schon zum Spaß geworden, dass ich aus Gütersloh komme, dass man bloß Abstand halten soll. Ich war letztens Grenze Schweiz, vorgestern. Ja, und da haben sie gesagt, sie kommen aus Gütersloh. Ja, oh, Tönnies, haben sie zurückgezogen, 2 Meter schon mal. Ne? Museen, Kinos, Galerien, Fitnessstudios, alles erst einmal wieder dicht. Und der Riesenaufreger, Bayern oder Mecklenburg-Vorpommern wollen Urlauber aus dem Kreis jetzt nur noch mit negativen Corona-Test reinlassen. Und die fühlen sich in Sippenhaft genommen. Wir wollten im März buchen und haben jetzt nicht gebucht und das ist, glaube ich, auch besser so. Jetzt heißt es einfach nur noch abwarten und gucken, wie sich das noch entwickelt. Aber zuversichtlich bin ich da jetzt nicht. Sehr traurig für mich. Sehr, sehr traurig, wirklich. Das haben wir alles an Tönnies zu verdanken. Doch der Kreis wird nicht komplett abgeriegelt. Restaurants beispielsweise bleiben weiter mit Maskenpflicht geöffnet. Die Begründung des Gesundheitsministers aus Nordrhein-Westfalen gestern sorgt für Kritik mit Blick auf die Menschen, die in den Schlachthöfen arbeiten. Die meisten Niedriglöhner aus Osteuropa. Also ich glaube nicht, dass wir in der jetzigen Situation unbedingt Restaurants schließen müssen. Da kommen diese Menschen sowieso nicht. Also ich wollte nur mal sagen, man muss genau, zielgenau gucken, was müssen wir jetzt machen. Auch im benachbarten Kreis Warendorf wird das öffentliche Leben runtergefahren. Hier werden Schulen und Kitas ab Donnerstag dicht gemacht. Überzogene politische Maßnahmen, sagt Wirt Dimitrios Keskezidis. Aber die Infektionszahlen steigen weiter und der Unmut in der Bevölkerung auch. Ja, also viele Menschen sind enttäuscht, während allerdings Fachleute schon vor Tagen dazu geraten hatten, die ganze Region wieder stillzulegen. Und deshalb geht diese Frage auch jetzt an den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, der uns zugeschaltet ist. Guten Abend, Herr Laschet. Grüße Sie, Frau Mioska. Sie haben eine Rückkehr zu Kontaktbeschränkungen noch am Sonntag abgelehnt, mit der Begründung, das Infektionsgeschehen sei lokalisierbar. Genau das haben Sie heute wiederholt. Was also hat Sie bewogen, Ihre Meinung heute zu ändern? Also wir haben in der letzten Woche steigende Infektionszahlen gehabt. Die sind eng verbunden gewesen mit dem Betrieb Tönnies. Und es war zunächst geplant, bis zum nächsten Donnerstag zu testen. Da haben wir gesagt, das muss schneller gehen. Die Bundeswehr hat geholfen. Und wir haben am Sonntag komplett alle Testergebnisse der Fabrik gehabt. Prophylaktisch haben wir in der letzten Woche bereits Kitas und Schulen geschlossen. Also den ersten Teil des Lockdowns. Und wollten diese zweite Entscheidung
mit den Virologen, den Epidemiologen, den Experten des Robert-Koch-Instituts, des Gesundheitsamtes, alle, die vor Ort Verantwortung tragen, entscheiden. Ich war selbst am Sonntag im Krisenstab. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, auch wenn in der Bevölkerung die Zahl außerhalb der bei Tönnies Beschäftigten ganz gering ist, machen wir trotzdem als Vorsichtsmaßnahme jetzt diesen Schritt. Wir müssen das öffentliche Leben herunterfahren, schnell testen, um wirklich zu wissen, ist es weiter, hat es weiter um sich gegriffen oder ist es auf die Fabrik beschränkt? Aber ich verstehe immer noch nicht. Das ist das, was die Leute verärgert. Ja, na klar. Und warum Sie so lange gewartet haben, haben Sie trotzdem nicht richtig begründet. Denn das sind ja keine neuen Erkenntnisse. Es war doch schon auch am Sonntag klar, dass bei 7000 Tönnies-Mitarbeitern und so vielen Infizierten, dass sich dieses Virus auf jeden Fall weiter verbreiten könnte. Warum haben Sie gezögert? Nein, das ist nicht auf jeden Fall so, weil wir uns konzentriert haben auf die Quarantäne. Sie haben ja gerade auch die Bilder gezeigt. Die Menschen sind zum Teil jetzt fest in ihren Wohnungen. Von denen kann keine Weiterverbreitung ausgehen, wenn wir sicherstellen, auch mit polizeilichen Maßnahmen, dass die Quarantäne eingehalten wird. Aber die Grundfrage ist doch, ist das lokalisierbar? Wir haben in Deutschland Vorfälle gehabt in Flüchtlingsunterkünften, auch in Fleischereibetrieben, auf Spargelhöfen, in Postverteilzentren. Und nirgendwo hat man danach einen ganzen Kreis geschlossen, sondern man hat sich konzentriert auf genau diese Fälle. Ich habe aber hier entschieden, wir gehen einen anderen Weg. Gütersloh und Warendorf sind die ersten Orte, wo, obwohl in der Bevölkerung kein Virus im Moment nachweisbar ist, schließen wir den ganzen Kreis. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, die brauchen wir, um Klarheit zu haben, wie weit die Verbreitung stattgefunden hat. Dass das die Menschen enttäuscht, dass das die Kinder und Schüler enttäuscht, das verstehe ich, aber Sicherheit geht hier vor. Hätte es nicht Sinn ergeben, Herr Laschet, alle Menschen in der Region sofort von Anfang an nach Bekanntwerden der Infektion bei Tönnies zu testen? Dann hätte man den Leuten vielleicht den Lockdown ersparen können. Nein, das glaube ich wäre nicht möglich gewesen. Wir haben in einem Kraftakt, ein wirklicher Kraftakt, die Tönnies-Mitarbeiter testen können. Erinnern Sie sich daran, wie kompliziert das war. Es hat Tage gedauert, ehe uns überhaupt die Namenslisten ausgehändigt worden sind. Unsere Bezirksregierung hat dann um 1.30 Uhr in der Nacht in der letzten Woche verfügt, wir holen sie jetzt da raus, wenn die Firma sie nicht herausgibt. Die Bundeswehr hat geholfen, auszuwerten. Und dieser eine Vorgang mit 7000 Testungen und Identifikation, wo leben denn die Menschen überhaupt, der hat bis zum Sonntag in Anspruch genommen. Und das war absolute Priorität. Jeder, der da beschäftigt ist, war ein potenzielles Risiko für Infektionen. Und jetzt können wir den nächsten Schritt gehen. Wir beginnen mit Altenheimen, damit da nichts für die Menschen passiert. Wir haben freiwillige Testungen, haben Sie eben auch gezeigt in dem Bericht, für die Menschen, die für sich selbst Sicherheit sorgen. Und so wird jetzt repräsentativ Stück für Stück ein Lagebild erstellt und dann wird entschieden, wie geht's weiter. Es sind ja vor allem die Touristen und die Urlauber, die jetzt in den Urlaub wollen, die sich jetzt freiwillig getestet haben. Am Montag beginnen die Ferien in Nordrhein-Westfalen. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass die Gütersloher und die Warendorfer das Virus nicht weiter verbreiten? Also nach unserem jetzigen Kenntnisstand gibt es eine zweistellige Zahl derer, die nicht in Quarantäne sind, die es überhaupt haben. Ja, aber Bayern und Mecklenburg-Vorpommern sagen schon, die kommen bei uns nicht rein. Also kommen die müssen Tests machen. Das habe ich gehört, dass Bayern das ist. Ja, das habe ich auch mit Markus Söder heute besprochen, mit dem ich über den Fall Bayern gesprochen habe. Man sagt prinzipiell, wenn jemand einen Test vorweist, dann ist er auch in Bayern willkommen. Und ich warne nur davor, jetzt die Bewohner dieses Kreises zu stigmatisieren. Wir tun alles, dass sie diesen Attest bekommen. Das wird auch vorrangig jetzt in den nächsten Tagen behandelt. Aber die Botschaft an alle, die jetzt auf Gütersloh schauen, es sind außerhalb der Beschäftigten in der Fleischindustrie so gut wie keine Fälle bisher bekannt. Und mein Ziel ist es, hier zu mehr Klarheit beizutragen, zu testen, zu testen, zu testen, mit mehreren Stellen quer im Kreis verteilt. Egal, was jetzt da auch an Aufwand nötig ist, das hat absolute Priorität. Mhm. Und dann haben wir sicher in einigen Tagen ein besseres Lagebild und mehr Klarheit. Und dann, glaube ich, ist das auch für die Urlaubsorte eine Beruhigung. Herr Laschet, Sie haben sich den Ruf desjenigen Ministerpräsidenten erworben, dem die Lockerungen nicht schnell genug gehen konnten.
Während Sie haben Markus Söder gerade angesprochen, vor allem der Kollege aus dem Süden sich heute wieder genüsslich auf die Schultern klopft, alles richtig gemacht zu haben, weil er vorsichtiger war. Haben Sie aus heutiger Sicht das Ganze ein bisschen unterschätzt? Nein, der Vorgang Fleischindustrie ist ja einer, der nie geschlossen war. Im gesamten Lockdown war die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung immer offen. Insofern hat der Fall gar nichts mit Lockerungen zu tun. Und wenn Sie heute die Maßnahmen in Bayern sehen, da bin ich auch mit Markus Söder einig, oder in den anderen 14 deutschen Ländern, sind die gleichen Dinge geöffnet, die auch in Nordrhein-Westfalen geöffnet sind. Sie haben eben auch berichtet, dass 3 oder 4 Länder inzwischen schon die Kontaktbeschränkungen abschaffen wollen. Nein, wir haben gesagt, wo Grundrechtseingriffe zurücknehmbar sind, da müssen wir es tun. In Nordrhein-Westfalen sind die Infektionszahlen um 70% gesunken im gesamten Land. Aber da, wo ein Hotspot entsteht, durch externe Gründe, hier durch einen Fleischbetrieb, da muss man dann auch rigoros, konsequent handeln und auch wieder Maßnahmen zurückführen. Aber man darf nicht das ganze Land dafür bestrafen, dass an einem Ort, in einer Fabrik, auch in einer unverantwortlichen Weise gearbeitet worden ist. Und da müssen wir dann auch mit der ganzen Schärfe der Kontaktbeschränkung arbeiten, damit sich das Ganze nicht verbreitet. Danke Ihnen für Ihre Zeit und das Gespräch, Armin Laschet. Bitte schön. Und die Rückkehr zu den Corona-Beschränkungen kommentiert nun Monika Wagner vom Westdeutschen Rundfunk. Ja, der Lockdown in den Kreisen Gütersloh und Warendorf scheint erstmal alternativlos, bis sich die Behörden ein Bild über die genaue Ausbreitung des Virus gemacht haben. Wie viele Menschen sind außerhalb von Tönnies betroffen? Wie genau hat sich das Virus so stark verbreitet? Welche Rolle spielen gekühlte Räume, enge Abstände der Arbeiter bei dieser industriellen Fleischverarbeitung oder die engen Verhältnisse, unter denen viele Werkvertragsarbeiter leben müssen? Lieber jetzt mit einem Lockdown hart durchgreifen, als später viel länger hart durchgreifen zu müssen. Die Menschen in den betroffenen Regionen sind allerdings zu Recht wütend. Denn wie eine Moorleiche scheinen verdrängte Missstände durch die Corona-Pandemie ans Licht zu kommen. Über die prekären Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie berichten Medien und Gewerkschaften seit Jahrzehnten. Aber erst jetzt spricht der Bundesarbeitsminister davon, mit der gesundheitlichen Gefährdung und der Ausbeutung von Menschen müsse Schluss sein. Wieso kommt er erst jetzt zu diesem Schluss? Weil in Gütersloh und Umgebung die Menschen auf die Straße gehen, weil viele Unbeteiligte durch den erneuten Lockdown wirtschaftlich einen hohen Preis zahlen werden? Brauchte es wirklich die Corona-Pandemie, um zu erkennen, dass durchindustrialisierte Fleischfabriken eine Fehlentwicklung sind, wenn sie nur mit prekären Arbeits- und Lebensbedingungen ihrer Arbeiter überleben können? Klar ist schon jetzt, dass das mit und ohne Corona unwürdige Zustände sind und dass der Gesetzgeber seit langem bessere Standards für alle hätte vorschreiben müssen. Und das am besten EU-weit, damit am Ende nicht ähnlich produziertes Billigfleisch aus den Nachbarländern in die Theken kommt. Viel zu spät demonstriert die Politik jetzt Entschlossenheit. Hoffentlich gelten die guten Vorsätze auch nach der Pandemie noch. Die Meinung von Monika Wagner. Man könnte sie nicht flirrender und aufregender erfinden. Die Geschichte des Markus Braun, der mit einer einzigen Idee zu ungeahnten Höhen aufstieg. Bezahlen, unsichtbar machen. Das ist die Mission des Wirecard-Gründers, die sein Unternehmen ganz oben in der weltweiten Liga der Tech-Unternehmen mitspielen, nun aber jäh abstürzen ließ. Denn es ist nicht ohne Ironie, dass 1,9 Milliarden Euro aus der Wirecard-Kasse tatsächlich unsichtbar sind, nämlich nirgends auffindbar, und die Geschäfte des Markus Braun gescheitert. Leonie Timm über Aufstieg und Fall von Wirecard und die Simulation von Erfolg. Der Zahlungsanbieter Wirecard aus Aschheim bei München bleibt verschlossen. Keine Besucher, keine Statements, kein Kommentar, heißt es. Das Problem von Wirecard? Es fehlen 1,9 Milliarden Euro, ein Viertel der Bilanzsumme. Oder es hat sie nie gegeben. Im Fokus der Ermittlungen Markus Braun, bis Freitag Vorstandschef der Wirecard AG. Der Verdacht, Bilanzfälschung und Manipulation des Aktienmarkts durch Falschaussagen. Das will die Staatsanwaltschaft München klären. Sie erließ gestern Haftbefehl gegen den Österreicher. Er hat sich gestern selbst gestellt, ist also aus Wien angereist, nachdem er davon erfahren hat, wohl, dass es einen Haftbefehl gegen ihn gibt. Und er hat in diesem ersten Gespräch seine Mitarbeit zugesagt. Den hinreichenden Tatverdacht lieferte eine Ad-hoc-Mitteilung, die Wirecard Montag früh veröffentlicht hatte.
Darin hieß es, dass es die 1,9 Milliarden Euro mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht gegeben hat. Dieses Geld sollte auf philippinischen Treuhandkonten liegen, doch auch die hat es nie gegeben. Experten sehen darin den größten Bilanzskandal in Deutschland seit Jahrzehnten und er sei viel zu spät erkannt worden. Wir wissen ja, dass das interne Kontrollsystem von Wirecard, das war katastrophal, das war verheerend. Der ganze Vorgang zieht sich ja über mehrere Jahre hin. Das heißt, dieser Betrug hat nicht erst gestern gestartet, sondern der lief mindestens über die Jahre 2016 bis 2019. Der Fall Wirecard, eine Blamage für den Finanzstandort Deutschland. Für Börsenanleger brachte die Firma aus dem Münchner Vorort einen Hauch Silicon Valley nach Frankfurt. Der Aufstieg von Wirecard war rasant. Vom Zahlungsabwickler für Porno- und Glücksspielseiten zum deutschen Global Player. Die Idee, digitales Bezahlen für alle, sie kam an. Das Unternehmen wuchs, setzte Milliarden um und verdrängte 2018 die Commerzbank aus dem DAX. Begeisterte Anleger investierten und pumpten Geld ins Unternehmen, das jetzt fast nichts mehr wert ist. Haben Wirtschaftsprüfer und Finanzaufsicht versagt? Der BaFin-Chef zeigt sich selbstkritisch. It's a shame. Es ist eine Schande, dass so etwas passiert ist. Das beginnt beim kompletten Versagen des Managements und geht weiter mit einer ganzen Reihe von privaten und öffentlichen Institutionen, meine eigenen eingeschlossen, die nicht effektiv genug gewesen sind, um es zu verhindern. Heute dann auch ein Statement vom Bundesfinanzminister. Die Lage von Wirecard sei besorgniserregend. Wir müssen schnell klären, wie wir unsere regulatorischen Vorschriften ändern müssen, um auch komplexe Unternehmensgeflechte flächendeckend, zeitnah und schnell überwachen zu können. Das sind wir Anlegern, Beschäftigten und Investoren schuldig und dem Finanzplatz Deutschland. Die große Sorge von vielen, es könnte mehr kaputt gegangen sein als das eine Unternehmen, nämlich das Vertrauen der Anleger in den deutschen Aktienmarkt. Und Markus Braun, der Ex-Chef von Wirecard, ist heute auf Kaution freigelassen worden. Da bleibt die Frage nach den Konsequenzen und die ist am besten aufgehoben bei unserer Fachfrau für Finanzen, Anja Kohl. Anja, ist das jetzt das Ende von Wirecard? Es ist auf jeden Fall existenzbedrohend. Wirecard wickelt ja den Zahlungsverkehr zwischen Online-Shops, bei denen wir einkaufen, und den Banken, den Kreditkartenfirmen, auch Anbietern wie PayPal, über die wir dann bezahlen, ab. Springen Wirecard nun diese Kunden, die Shops, die Banken etc. auch noch ab, dann droht tatsächlich die Pleite. Abwenden könnte dies ausgerechnet die Tatsache, dass eben viele ein Interesse daran haben, dass dies nicht passiert. Die Banken, weil sie Wirecards Dienste nutzen und auch noch Kredite an den Konzernen vergeben haben, die dann auch noch ausfallen würden, was die Banken doppelt schädigen würde. Also die Angst vor einer Kettenreaktion könnte Wirecard vor dem Kollaps bewahren. Wie konnte es denn überhaupt dazu kommen? Warum haben eigentlich alle Kontrollen versagt? Es gab ja immer wieder Hinweise auf dubiose Geschäfte und wir haben auch gerade einen sehr selbstkritischen BaFin-Chef gehört. Wieso wurde da nicht hingeschaut? Also erstens, der Fehler liegt im System. Die Finanzaufsicht BaFin wacht nur über die Banktochter von Wirecard, deren Kunden nun fürchten, dass ihr Geld auch noch versickert, nicht über den Zahlungsdienstleister als Ganzes. Ein Kontrollvakuum. Zweitens, die deutschen Kontrolleure hinken bei der Digitalisierung im Finanzwesen heillos hinterher in den Strukturen und es fehlen auch kompetente Fachleute. Und drittens, Wirecard war der erste digitale Finanz-Shooting-Star, der es in Höchstgeschwindigkeit bis in den DAX geschafft hat. Begeisterung macht Kontrolleure offensichtlich blind. Danke, Anja Kohl, für die Einschätzung. In dieser Woche beginnen in den ersten Bundesländern die Schulferien und es endet eine Zeit, die so noch nie da war. Lehrer mussten per Video unterrichten, obwohl es nicht genug Computer gab, in einer Pandemie, für die es keine Pläne gab. Manche Pädagogen ließen sich eher im Schneckentempo auf die neue zwangsdigitalisierte Schulwelt ein. Für andere war es ein Kinderspiel. Jenny Rieger hat in einer Schule in Stuttgart erfahren, dass man sich in dieser Krise jedenfalls ziemlich allein gelassen fühlte. Natürlich gibt es sie, die guten Beispiele, wie das von Mai-Luisa Rock, Lehrerin einer Gemeinschaftsschule und auch von zu Hause im Einsatz, jeden Tag und oft auch nachts, zumindest virtuell. Es kann sein, dass ein Schüler, wie gestern zum Beispiel, ja, mich um 10 noch mal irgendwie anschreibt und fragt, Frau Rock, ist die Aufgabe so gut? Ja, die muss ich morgen abgeben. Und da antworte ich. Also ich antworte immer. Hörst du mich? Ja.
Guten Morgen, wie geht's dir denn? Täglich von 9 bis 12 Uhr ist sie online, gibt Unterricht, ist ansprechbar für Eltern und Schüler. Am Nachmittag dann Korrekturen, Gespräche, Einzelbetreuung. Warum? Weil sie es den Kindern schuldet, sagt die Lehrerin. Aber auch, weil er es so vorschreibt, Jörg Fröscher, Schulleiter und Mai-Luisa Rocks Chef. Alle seine Lehrer, die nicht in die Schule kommen dürfen oder wollen, müssen von zu Hause arbeiten. Zu klar definierten Zeiten, mit klar definierten Zielen. Und das nicht etwa, weil die Bildungspolitik das so verlangt. Es gibt tatsächlich keinerlei Anweisungen, wie viele Stunden ein Lehrer während der Homeschooling-Phase arbeiten soll. Es gibt keinerlei Anweisungen, wie dieses Homeschooling eigentlich überhaupt ablaufen soll. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass hier vor allen Dingen die ganzen Institute, die wir im Lande hier haben, das Kultusministerium, dass es hier klarere Anweisungen gegeben hätte. So jedoch herrscht in deutschen Schulen momentan ein Flickenteppich an Unterrichtsmodellen, werden Kinder völlig unterschiedlich beschult und manchmal mehr schlecht als recht. Die Eltern lassen ihrem Unmut inzwischen freien Lauf. Unter Hashtags wie Eltern in der Krise oder Corona-Eltern wird klar, nach 3 Monaten Homeschooling bröckelt, der Corona-Heldenmythos des Lehrers. Auch beim Landeselternbeirat häufen sich die Beschwerden oder gar die Hilferufe. Wir haben ein riesiges Spektrum. Das Spektrum des Homeschoolings läuft von Lehrern, die zu neuen pädagogischen Höchstleistungen auflaufen, über Lehrer, die es ganz gut machen, über Lehrer, die alle 2 Wochen einen Stapel Aufgaben abliefern, über Lehrer, die noch nicht mal die korrigieren, bis zu Lehrern, die komplett von der Bildfläche verschwinden. Aktuell kommen beispielsweise in Schleswig-Holstein etwa 6% der Lehrer nicht in die Schule. In Nordrhein-Westfalen gut 17%, heißt es aus dem Schulministerium. Und in Baden-Württemberg bleiben sogar 20% aller Lehrkräfte zu Hause. Was, wie viel und ob überhaupt diese Beamten zu Hause arbeiten, das kontrolliert das zuständige Ministerium bislang nicht. Bisher gibt es keine wirklichen Regeln, weil man muss ja ehrlich einräumen, Homeschooling, was es in Deutschland ja eigentlich gar nicht gibt, wenn man so ist, kam natürlich Mitte März aufgrund von Corona völlig überraschend. Da war man nicht drauf vorbereitet. Und deshalb ist es natürlich ein Stück weit etwas, was wir jetzt nacharbeiten müssen. Bis das geschehen ist, liegt es also weiterhin allein an den Schulen, wie viel Einsatz sie von ihren Lehrern verlangen und an den Lehrern, wie viel diese zu leisten bereit sind. Doch auf so viel Eigenverantwortung scheint man im deutschen Bildungssystem nicht vorbereitet. Sie müssen sich das so vorstellen. In Deutschland werden etwa 13% aller bildungsrelevanten Entscheidungen vor Ort in den Schulen getroffen. Im Nachbarland Niederlande werden das über 80%. Das heißt, Tradition im Bildungssystem ist, dass das Ministerium in Deutschland Vorgaben macht und die vor Ort umgesetzt werden. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Das hat die Krise sehr deutlich gezeigt. Mai-Luisa Rock wird auch die kommenden Wochen noch von zu Hause aus für ihre Schüler da sein. Langweilig wird ihr dort sicher nicht werden. Dafür sorgen schon ihr Schulleiter und ihr Verständnis davon, was eine gute Lehrerin ausmacht. Die Bundesregierung ist im Kampf gegen den Rechtsextremismus gegen eine weitere Gruppierung vorgegangen. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick heute mit Judith Rakers. Bundesinnenminister Seehofer hat die rechtsextremistische Vereinigung Nordadler verboten. In 4 Bundesländern führten Polizeibeamte Razzien durch, beschlagnahmt wurden Computer, Laptops und Handys. Die Gruppe verfolgt laut Bundesinnenministerium eine nationalsozialistische Ideologie und ist vor allem online aktiv. Rechtsextremismus und Antisemitismus hätten weder Platz in der realen noch in der virtuellen Welt, so Seehofer. Facebook darf vorerst nicht mehr uneingeschränkt Nutzerdaten sammeln. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden und bestätigte damit eine entsprechende Verfügung des Bundeskartellamts. Die Nutzungsbedingungen des Online-Netzwerks sehen vor, dass personenbezogene Daten auch von anderen Internetkonten wie Instagram oder dem Nachrichtendienst WhatsApp gesammelt werden dürfen, zum Beispiel zum Zweck der personalisierten Werbung. Damit missbrauche Facebook seine Marktmacht, so der BGH. Im von Kohlegegnern besetzten Hambacher Forst hat die Polizei eine Räumungsaktion durchgeführt. Versperrte Waldwege wurden von Barrikaden befreit. Die Baumhäuser der etwa 100 Aktivisten seien davon unberührt geblieben, so die Polizei. Im Zuge des geplanten Kohleausstiegs hatten Bund, Länder und Energiekonzerne die Rodung des Waldstückes Anfang 2020 wieder verworfen.
Nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts sind lokale Corona-Ausbrüche die Ursache für bundesweit steigende Infektionszahlen. Mehr als 140 Kreise, die keine Neuinfektionen mehr gemeldet hätten, stünden massive Ausbrüche wie in Gütersloh gegenüber. Nachdem in den vergangenen Wochen durchschnittlich rund 350 neue Fälle pro Tag ans RKI gemeldet wurden, sind es seit einigen Tagen wieder mehr als 500. Heute gab das Institut 503 Neuinfektionen bekannt. Abgesehen von den vereinzelten Ausbrüchen wie gerade in Nordrhein-Westfalen wird unser Verhältnis zum Virus immer lockerer. Nach Thüringen und Brandenburg lässt ab Samstag auch Berlin alle Kontaktbeschränkungen fallen. Und je mehr Bundesländer dies tun, desto wichtiger wird der Schrittmacher aus der Krise, die Corona-Warn-App, die vor einer Woche auf den Markt kam. Mehr als 12 Millionen Menschen haben sie sich bislang runtergeladen. Viele andere würden das sicherlich gern tun, aber sie haben ein altes Handy, auf dem die App nicht funktioniert. Und auch andere Fragen wirft die App auf, zum Beispiel die, was bleibt von der Beteuerung der Bundesregierung, die Nutzung sei rein freiwillig. Christian Kretschmann. Stefan Schmidt ist einer von den 12 Millionen mit der Corona-Warn-App auf dem Smartphone. Der IT-Fachanwalt hat sie sich freiwillig installiert. Beruflich treibt ihn die Frage um, ob Arbeitgeber ihren Angestellten vorschreiben dürfen, die App zu nutzen. Viele Firmen wollen das von ihm wissen. Es gibt auch Anfragen, wo überlegt wird, ob man den Zugang zu bestimmten Bereichen, zum Beispiel einer Kantine, davon abhängig macht, dass jemand eben die App installiert hat und aktiviert hat und auch nachweist, dass quasi die Risikoverfolgung an ist. Eine solche verpflichtende Nutzung kann der Arbeitgeber nicht vorgeben, so seine Einschätzung. Unternehmen könnten die App aber wohl auf dem Diensthandy installieren. Und auch in der Freizeit könnte die Freiwilligkeit untergraben werden. Geschäfte, Cafés, Restaurants, Zutritt aus Angst vor der zweiten Welle nur mit App? Hier denkt man zumindest darüber nach. Die Mainzer Event-Location Kutz steht seit Monaten wegen Corona leer. Für den Gesundheitsschutz bei zukünftigen Partys und Konzerten könnte die App eine Rolle spielen. Ein mögliches Szenario: Einlasskontrolle mit der Corona-Warn-App. Letztendlich die Ideallösung ist, dass der Besucher einfach sein Ticket vorzeigt und auch die App vorzeigt und dass wir dann genau schon wissen, mit wem haben wir es zu tun und welches Stadium hat er über die Corona-App und wir genau wissen, darf er rein, darf er nicht rein. Das muss möglichst einfach sein, das System, und das wäre die Ideallösung, an der wir gerade arbeiten. Nach dem Interview betont er, dass aber niemand, der die App nicht nutzt, am Empfang abgewiesen werden soll. Andere Eventanbieter wollen offenbar genau das tun, berichten Verbraucherschützer und warnen. Die Freiwilligkeit der Corona-Warn-App wäre sofort vorbei, wenn irgendein Veranstalter oder Arbeitgeber anfängt, sie zur Voraussetzung zu machen. Nicht nur führt es dazu, dass ich individuell einen Anreiz zum Schummeln, zum Hintergehen der App hätte an der Stelle. Es wäre damit insgesamt die Akzeptanz gefährdet. Das können wir uns nicht leisten. Dafür ist die Lage zu ernst. Auf Umwegen zur App-Verpflichtung? Vorstellbar ist einiges, weil eine rechtliche Grundlage fehlt, sagen Rechtsexperten. Dadurch, dass es kein spezielles Gesetz zu der App gibt, ist es Gastronomen und Veranstaltern nicht verboten, Kunden ohne App abzuweisen. Jetzt halte ich es zwar für zweifelhaft, dass sich die Unternehmer das leisten können, so auf Kunden zu verzichten, aber Klarheit würde hier wohl nur ein Gesetz schaffen. Für so ein Begleitgesetz, wie es die Opposition im Bundestag fordert, sieht die Bundesregierung derzeit keinen Anlass. So, das Wetter. Und da gibt es für Warnungen im Moment eigentlich keinen Grund, Sven. Nein, überhaupt keinen. Es ist jetzt einfach mal eine ruhige Hochdruckwetterlage, wie wir Meteorologen dann sagen. Und das wird man auch merken. Dazu ist es sommerlich warm, aber auch nicht extrem heiß. Also man könnte das Ganze eigentlich nur als allenfalls Hitzewellchen bezeichnen, was da kommt. Wir gucken mal gleich auf das hier. Das ist das Satellitenbild von heute. Mittel- und Westeuropa praktisch komplett wolkenfrei. Trotzdem gibt es interessante Sachen. Einmal hier ein Tiefdruckgebiet draußen auf dem Atlantik. Dann hier etwas sehr Lustiges. Das ist nämlich ein sogenannter Kaltlufttropfen. Kalte Luft in der Höhe hat über Polen für Schauer und Gewitter gesorgt. Labilisierung ist das Stichwort. Und dann sieht man hier etwas vor Portugal. Und damit man es besser sieht, zoomen wir es mal ran. Das ist nämlich der Seenebel hier über dem relativ kalten Wasser. Da ist warme Luft drüber gezogen und dann ist alles kondensiert. Der Wasserdampf zu Nebel. Montreal gerade mal 21 Grad im Nebel. Lissabon wenige Meter weg davon, dann 32 Grad heiß. Das sind die Unterschiede. Und hier sehen Sie noch mal schön die Hochdruckzone, die genau zwischen
diesen beiden Tiefdruckkomplexen liegt und deswegen haben wir eben freundliches Wetter. Wir gucken auf den Ablauf. Sie sehen in der kommenden Nacht im Osten ein paar Wolken und im Verlauf des morgigen Tages kann sich dort der ein oder andere Schauer entwickeln, gerade in Richtung Erzgebirge. Sonst sieht man hier auch sehr schön, ist es meistens sonnig und klar. Die Frühtemperaturen in der Westhälfte 15 bis 17, sonst meist 8 bis 14 Grad. Und morgen Nachmittag wird es gerade im Westen heiß, am Rhein bis 31 Grad, in der Osthälfte meistens die Werte zwischen 22 und 27 Grad. Die Aussichten, wenig Änderung am Donnerstag. Und dann kommt der Freitag im Nordwesten und Westen bis 33 Grad, dann aber auch im südlichen Schwarzwald, im berühmten Hotzenwald, einzelne Gewitterkarren. Danke, Sven Plöger. Und wir verabschieden uns auch heute nicht, ohne Ihnen das Nachtmagazin zu empfehlen. Heute mit Konstantin Schreiber um 0.30 Uhr. Und jetzt sofort im Anschluss den ersten Teil des Gangsterspielfilms Das Programm mit einer großartigen Nina Kunzendorf. Tagesthemen gibt's morgen wieder. Bis dann.